Heute leider ohne Silke. Hier ist vor 100, hier ist Steffen und an meiner Seite ist Luis. Hallo Luis, wir haben heute den 21.11.2016 und vor 100 Jahren haben wir den 21.11.1916. Ja. Man mag es kaum glauben, ich hatte das gerade falsch gemacht. Wir haben das jetzt zum zweiten Mal aufgenommen. Ja, alle guten Dinge sind zwei. Vielleicht ist es auch noch nicht die letzte Aufnahme von heute. Wir werden sehen. Wir versuchen unser Bestes. Wir haben eine besondere Folge, deswegen Silke leider heute nicht. Und deswegen schon zwei Tage nach der letzten Folge eine neue Folge. Wobei das Besondere jetzt nicht ist, dass Silke nicht da ist, sondern die Folge war halt nicht eingeplant. Und ja, deswegen ist leider Silke nicht da. Ja, aber wir vermissen sie ganz herzlich. Steffen, was ist denn das heutige Thema? Das heutige Thema ist, dass heute vor 100 Jahren jemand gestorben ist, der ein wichtiger Charakter ist, war in diesem Ersten Weltkrieg. Ja. Das ist der Franz Josef. Genau, Franz ist der Namensgeber eines völlig zu Unrecht unbekannten Apps aus Wien, aus Österreich. Dieses App spricht alle Messenger-Sprachen. Also, was ich, ob Facebook, Skype, WhatsApp, sogar mehrere WhatsApp können alle in einer Software bedient werden. Aber das interessiert nicht. Der Punkt ist, diese Software heißt Franz, weil sie alle Sprachen spricht. Und Franz Josef I., Kaiser von Österreich-Ungarn, sprach auch sehr, sehr viele Sprachen. Ich glaube, 8, 9 mindestens. Da musste er ja. So viele Kulturvölker, wie er da in seinen wieder in Österreich-Ungarn waren. Ja, wir hatten ja auch gesagt in der letzten Folge, dass wir eigentlich als Steffen und Luis nicht viel zu melden haben, sondern das Feld Harald und Klotwig überlassen wollen. Und ich glaube, wir haben heute genug gesagt, ne? Hausmeisterthemen gibt es heute nicht. Wir reisen jetzt sofort zu Harald und Klotwig. Die Werbung kommt heute aus dem illustrierten Hauptkatalog von 1912 von August Stuckenbrock-Einbeck. Schutz gegen Hunde für Radfahrer und Automobilisten. Hundebomben für Radfahrer, Nummer 3498. Großes Modell, bester Schutz gegen die Belästigung von Hunden, bestehend aus leicht explosiven, dabei völlig ungefährlichen Stoffen. Man hat nur nötig, die Hundebomben auf die Erde zu werfen, wobei sie schussähnlich explodieren. Verletzungen des Hundes oder des Radfahrers selbst, auch wenn die Bombe in unmittelbarer Nähe niederfällt, sind ausgeschlossen. In Kistchen zu 50 Stück verpackt. Das Kistchen für 1,30 Mark. Hundekanone. Die Hundekanone ist mit einer Schnur versehen, womit sie an der Lenkstange aufgehängt wird. Will man die Kanone abschießen, so genügt es, dieselbe abzuziehen und nach dem Hunde zu werfen. Sie wird dann in der nächsten Sekunde schussähnlich explodieren. Karton enthalten 10 Stück a 7 cm, ein Karton für 45 Pfennig. Ein Karton enthalten 10 Stück a 10 cm, 75 Pfennig. Eine Uhr, die nie aufgezogen zu werden braucht, da solche durch einen Elektromagneten angetrieben wird, ohne viel Strom zu verbrauchen. Ist diese Uhr aufgehängt und in Gang gebracht, braucht man sich jahrelang nicht darum zu kümmern und doch wird sie stets die genaueste Zeit zeigen. Das Einstellen ist sehr einfach. Die Stromzuführung erfolgt durch eine Trockenbatterie, welche vielleicht alle 5 Jahre erneuert zu werden braucht. In feinem Eichengehäuse, 90 cm hoch. Garantieschein wird jeder Uhr gegeben. 5 Jahre Garantie für guten Gang. 40 Mark das Stück. Radfahrerraketen. Höchst originell in 6 prachtvollen Arten, und zwar Wirbelsonne mit Knall, Feuerschlange mit Knall, Radfahrerpfeife, Leuchtkugeln-Buketts grün und rot, Kometen-Silberschweif mit Knall, Leuchtkugeln-Buketts weiß und blau. Durch Abziehen der gelben Schnur wird die Rakete entzündet. In eleganten Kartons obige 6 Varianten enthalten. Karton für 55 Pfennig. So, Klotwig, ich hoffe, du hast dich jetzt einigermaßen beruhigt mit dem Tee in der Hand. Geht es jetzt wieder? Ich arbeite dran. Ich bin immer noch total aufgeregt. Ja, ich hätte nie gedacht, dass dieser Moment noch mal kommt. Ich hätte gedacht, dieser Mensch, dieser Bartträger überlebt uns doch alle. Ja, dass der keine 100 Jahre alt geworden ist, das ist mir ein Rätsel. Aber tatsächlich, Klotwig, er ist tot.
diese Habsburger, die leben irgendwie alle ewig. Weiß der Geier warum. Oder sterben tragisch irgendwie in viel zu jungen Jahren. Da gibt es irgendwie nichts dazwischen. Ja, stimmt. Da ist ja, wer ist denn da? Also dieser der Kaiser Franz. Genau, Kaiser Franz der Erste. Franz Josef der Erste ist tot. Ich habe 1907 angefangen, Journalist zu sein. Als Praktikant habe ich schon angefangen, Material zu sammeln, weil ich dachte, irgendwann stirbt der. Und wenn ich der Mitarbeiter bin, der die guten Informationen in der Schublade hat, bin ich der König. Du hortest jetzt seit 9 Jahren Informationen zu Kaiser Franz Josef? Genau. Ich kann da echt aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, der hatte doch aber auch ein interessantes Leben. Also der ist doch auch schon sehr früh Kaiser geworden. Ich glaube mit 18 Jahren. 1848. Dein Großvater wird sich erinnern. 1848 gab es europaweit Demonstrationen gegen das Establishment in Berlin. Die ganzen Barrikaden, die von den Bewohnern der Stadt geschaffen wurden. Und die Armee hat das gestürmt. Und den Wirren von 1848 wurde Franz Josef I. mit 18 Jahren Kaiser von Österreich-Ungarn. Ein Bub auf dem Thronsitz. Geboren ist er ja 1830. Das heißt, das sind wie viele Jahre nach? 9 Jahre. 9 Jahre nach dem Tod von Napoleon Bonaparte. Ja, das ist für mich noch ein komplett anderes Jahrhundert. Ich meine, gut, ich bin auch Jahrgang 1888, also es ist quasi mein Jahrhundert, aber trotzdem kommt es mir noch vor wie aus einem Land vor meiner Zeit, vor unserer Zeit. Du bist ja nur ein Jahr älter. Ich meine, du bist ja jetzt schon ein ganz schön altes Kamel, ja, mein lieber Harald. Und der war schon 58 Jahre alt, als du geboren wurdest. Wahnsinn. Und jetzt immer noch, ja. Der ist ja, wie lange war der denn jetzt, also Thron, der war jetzt sozusagen, wie lange im Amt? Amt und Würden war er 68 Jahre. Das ist ein knallharter Hund. Ja, weißt du denn eigentlich, wie viele Titel dieser Mensch in sich vereinigt hat? Lass mich raten, unfassbar viele. Unfassbar viele. Ich sehe gerade, du hast da ein Papier in deiner Hand. Willst du mir das jetzt mal vorlesen? Naja, es sind zu viele. Fang mal an, ich sag Stopp. Ich lese einfach mal ein paar vor. Franz Josef der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien, König von Jerusalem, Erzog von Österreich, Großherzog von Toskana, Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, von Steyr, Kärnten, Krain und der Bukowina. Großfürst zu Siebenbürgen, Markgraf von Mähren und so weiter. Ich höre jetzt auf. König von Jerusalem. Der ist König von Jerusalem. Gewesen. Frag mich mal, woher das kommt. Ob das noch aus der Zeit der Kreuzzüge kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Ahnung. Aber eine interessante Kombination. Er ist auch Graf von Bregenz und Sonnenberg und Hohenems und dann etc. Etc. Herr von Tries-Kataro und Herr auf der Windischen Markt. Okay, es reicht. Er hat den Titel Herr auf der Windischen Markt. Das finde ich einen wunderbaren Titel. Windische Mark. Ich stelle mir gerade vor, wenn du diesen Kaiser anschreiben musst, da reicht ja dein Briefpapier gar nicht aus. Ja. Da ist mir schon klar, warum die in Österreich-Ungarn Papiermangel haben. Vor allen Dingen, er hat Zeit seines Lebens. Er galt als hervorragender Bürokrat, unser Franz. Er hat Zeit seines Lebens die Schreibmaschine als neumodisches Zeugs verteufelt. Bei ihm gab es nur handgeschriebene Akten. Und dieser Mensch saß morgens um 6 am Schreibtisch, war ein sehr fleißiger Arbeiter. Ja, ich habe mich ja mit seinem Kammerdiener noch kurz unterhalten, per Telegramm. Es hat sich ja schon seit einigen Tagen angedeutet, dass er da nicht mehr lange hat. Und ich habe ihm gesagt, hier, den Kammerdiener, berichte mir. Und er hat mir gesagt, dass er sich heute Morgen noch an den Schreibtisch gesetzt hat mit 39 Grad Fieber. Er ist dann vor Erschöpfung eingeschlafen. Im Alter von zarten, wie alt war er jetzt? 86 Jahre. Wahnsinn. Ich würde mich, glaube ich, nicht mehr mit 86 Jahren und
39 Grad Fieber an den Schreibtisch setzen wollen. Du bist aber auch nicht Herrscher über 55 Millionen Untertanen. Nee, das bin ich lange nicht. Und das möchte ich auch gar nicht sein. Ich auch nicht. Es ist ja bekannt, dass er nie jemandem die Hand gegeben hat, außerhalb seiner Familie. Wahrscheinlich hat er deswegen so lange gelebt. Keine Bakterien. Aber ganz ehrlich, also jeden Tag über handgeschriebene Akten sich beugen, die durchlesen, bearbeiten. Ja, da gibt es Besseres, ja. Und wie kein die Hand geben. Das klingt auch nicht nach dem besten Zeitgenossen. Also nach dem Leben, was ich gerne hätte, klingt das nicht. Er hat ja auch 82 Jahre von seinen 86 Jahren im gleichen Sommerhaus verbracht. Also war schon niemand, wie soll ich sagen, der Veränderung jetzt nicht unbedingt zugeneigt war. Er hatte anscheinend seine Gewohnheiten. Und man hat es ja auch gesehen in den letzten Jahren. Es hat stark gekriselt in seinem Staat, auch direkt noch vor Kriegsausbruch. Ja. Und irgendwie hat er es selber nicht hinbekommen, da Ruhe reinzubringen. Alle haben ja gehofft auf den Franz Ferdinand. Der ist ja dann gestorben durch ein Attentat. Ja. Wie sehr viele übrigens in seiner Familie. Sein Bruder, seine Frau und sein ältester Sohn. Und ja, sein Nachfolger nach dem Tod des ältesten Sohnes, Franz Ferdinand. Klar, das ist dass da so viele durch ein Attentat oder Selbstmord gestorben sind. Ich meine, sein Bruder, der war doch irgendwie in Mexiko Kaiser und wurde erschossen. Genau. 1867. Genau. Das ist auch schon 50 Jahre her. 49, ja. Und irgendjemand hatte doch eine Geliebte und hat zwar Selbstmord gemacht. Ja, das war sein Sohn, Rudolf. Der war 41 Jahre alt, galt als sehr labil, aber auch als sehr sympathisch, ein sehr guter, es gab viele Hoffnungen. Und der hat 41 Jahren lang Selbstmord begangen, wobei man das nicht weiß. Das ist die offizielle Version. Es gibt Gerüchte. Nur man weiß es, dass man ihn und eine 17-jährige, zufällig gut aussehende Baroness, die aber 17 Jahre alt ist, er ist 41, mit einem Loch im Schädel gefunden hat. Und die Vermutung ist, dass er Selbstmord begangen hat und sie mitgenommen hat. Der 17-jährigen, der alte Schelm. Ja, es ist auch bekannt, dass er vorher bei einer Soubrette genächtigt hat. Der Schelm. Das sind quasi dann die Etablissements für den begüterten Herrn. Das hätte ich fast gesagt, brauchst du mir nicht sagen. Weil du, das habe ich natürlich gelesen, sowas weiß man ja. Ja, genau. Ich trinke noch einen Schluck Tee. Ja, soll ich dir noch mehr Tee bringen? Bitte. Dann würde ich jetzt Tee holen gehen. Ja,